und Servus zu einem neuen Video. Wir dürfen euch heute wieder einen Kia Proceed GT vorstellen, also ein 1,6 Liter Turbo mit 204 PS. Diesmal kein Direktschaltgetriebe, also kein Automatikgetriebe, sondern ein 6-Gang-Schalter, was für uns auch immer wieder was Besonderes ist, weil es in dieser Zeit ja, leider immer weniger werden, die Schaltgetriebe. Momentan in dieser Zeit ist natürlich sowieso aktuell schwierig, überhaupt Fahrzeuge zu generieren. So viel haben wir nicht mehr lagern da, kommt aber jetzt wieder ein bisschen was nach, unter anderem eben dieser Kia Proceed GT. Ja, das Auto hat jetzt ein bisschen über 8000 Kilometer drauf, ist aus, lasst mich schauen, aus Juni 2020 in einem guten Zustand, hat vorne eine kleine Macke am Stoßfänger, das lackieren wir aber jetzt dann, deswegen kommt er jetzt dann noch kurz zum Lackierer, aber ist jetzt wirklich nur angekratzt, das müssen wir halt machen. Ansonsten ist das Auto wirklich cool, wie ihr es auch gewohnt seid, immer natürlich mit Voll-LED-Scheinwerfer, so das bisschen dreifarbige mit dem Rot hier, hier im Hintergrund, im Grill rot und dann mit so kleinen Applikationen eben, finde es perfekt abgestuft, eben dann hier in den Vögeln, den 18 Zollern und dann hier an der Schwellerverbreiterung, an der Schwellerverkleidung. Wir haben wie immer 225 40 18 der Marke Michelin, Originalbereifung drauf, haben vorne ja, so 6,5 mm haben wir gemessen halt beim Eingang und auf der Hinterachse 7 mm. Hinten haben wir natürlich wieder getönte Scheiben. Lisa, du darfst ruhig mitgehen mit mir. Ihr seht es hier am Türgriff immer markant beim Kia GT eben das schlüssellose Sperren. Dann haben wir hinten die LED-Rückleuchten. Das kriegt ihr aber jetzt dann noch in einem kleinen Video von uns. Die Flaps unten, wie gesagt, ist alles original bei den Fahrzeugen. Da muss nichts mehr gemacht werden. Wir haben eine elektrische Heckklappe. Mit dem bekannten Kofferraum, was halt immer cool ist, auch die ganzen Staufächer von den Fahrzeugen. Dann die Laderaumabdeckung. Zum Schließen des Kofferraums bitte einmal hier drauf drücken. Natürlich können wir das Fahrzeug für euch einmal nur Leistung steigern, aber da meldet euch bitte gesondert bei uns, wenn ihr da Interesse habt. Besonderheit, das haben wir noch nie gesagt, Lisa. Zu mir her. Wir haben für alle, die sonst irgendwo VW-gruppentechnisch oder deutschtechnisch unterwegs sind, den Tankdeckel auf der anderen Seite. Momentan nicht so beliebt das Ziel der Tankdeckel bei Spritpreisen für Super Plus um die 2 Euro oder 1,99 €, aber das können wir leider hier nicht ändern. Ja, hier drin, da gehen wir dann noch rein. Ihr seht eben hier diese roten Ziernähte. Mit dem Leder wunderschön gemacht, in der Preiskategorie muss man immer sagen, also ist es gut gemacht. Wir haben hier drinnen eben dann diese roten Ziernähte auch nochmal gut abgestuft, eben mit der Leiste hier unten, mit den Sitzern innen, kannst du mal kurz reinschwenki-schwenki und das GT-Logo dann noch dran, ja, macht sich einfach richtig gut. Wir haben dann noch rote Ziernähte auch am Lenkrad und so weiter. Hier unten ist Motorhaube zum Öffnen. Dann schauen wir da mal noch kurz rein. Ja, da haben wir einen 1,6 Liter Turbomotor. Ja, nichts Besonderes. Den haben wir jetzt wirklich öfter. Haben wir auch keine Probleme mit den Motorisierungen. Aktuell kann sich immer wieder ändern. Hier drum kannst du vielleicht nur kurz einfangen. Natürlich geht nicht mehr anders. Haben wir das 1, 2, 3 für YF, Kaltemittel. Haben wir aber keine andere rechtliche Möglichkeiten mehr. Aber hat sich jetzt auch bewährt, läuft auch. Also wir haben da jetzt keine Probleme und sind jetzt auch, also wir haben es jetzt jedenfalls geschafft, weil wir eine hohe Durchlaufquote in der Werkstatt haben an Klimaservicen, dass wir hier aktuell mit einem Klimaservice auch noch mit 60 Euro, also 59,90 Euro klarkommen. Ja, jetzt hole ich mal kurz meinen kleinen Lackmesser und dann schauen wir uns mal die Lackstärke von dem Fahrzeug an, ob das soweit noch original scheint. Okay, Lisa. Können wir starten, oder? Ja. So, Lackschichtenmessung. Wir beginnen wie immer, wenn ihr die letzten Videos verfolgt habt, vorne rechts. Haben hier unseren kleinen Helfer dazu.
haben vorne rechts die 130. Ich messe immer recht mittig, aber das sage ich ja immer. Dann haben wir hier 122, also schaut auch gut aus. Dann haben wir 123. 139. Dann haben wir hier an der Heckklappe oben 111. Ich hoffe bloß, dass man das erkennen kann. Das ist manchmal nicht so easy hier. 125 haben wir hier. Dann nehmen wir die Heckklappe selber noch. Das obere Teil ist ein Kunststoffteil. Dann Seitenteile hinten links 123. 137 haben wir an der Türe hinten links, 128 Türe vorne links, 127 Kotflügel vorne links, Motorhaube haben wir 150. Also scheint wie immer eigentlich alles nicht nachlackiert zu sein. Wir kaufen die Fahrzeuge, also das haben wir jetzt auch wieder unfallfrei eingekauft. Nichtsdestotrotz ist es oft einfach nicht wirklich alles immer zu 100% nachzuvollziehen. Wenn Stoßfänger getauscht wurden oder so, Kunststoffteile können nicht, wie jetzt gerade bei der Heckklappe hinten, da war ein Teil, ein Kunststoffteil, das können wir nicht messen, leider. Und selbst wenn es ein neuer Teil wäre und der Stoßstange da drauf gesteckt wurde, ja, dann ist das auch nicht so schlimm, aber das können wir einfach, oder das kann niemand auf Gottes Erden hier so nachvollziehen. Jetzt gehen wir noch ganz, ganz kurz in den Innenraum rein, zeige euch dann noch ein paar Sachen, was das Auto hat. Und dann machen wir außenrum noch ein paar Bilder für euch. Und dann, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch einfach unter der 09602 61 85 3x6. Schreibt uns auf WhatsApp unter 0179 559 4527 oder eine E-Mail unter der service@kfz-bauernfein.de. So, welcome back to the Kia Ceed GT. Wir sind jetzt im Innenraum drin. Das Schöne für uns als Händler dann zum Vermarkten, ich starte dann nochmal kurz. Die Autos sind in der Regel eigentlich immer ja, mit der ähnlichen Ausstattung, haben hier vielleicht ab und zu mal keine Lenkradheizung, aber ansonsten sind die eigentlich identisch. Der hier hat jetzt noch ein klassisches Kombi-Instrument, kein virtuelles. Hier seht ihr es, weiß nicht, Lisa, ob du es einfangen kannst, haben wir 8305 Kilometer jetzt hier aktuell drauf. Ansonsten das normale Navigations-Infotainment-System mit DAB+. Hier habt ihr die Karte vielleicht kurz mal zum Sehen. Ihr könnt eben dann Favoriten speichern, wenn ihr wollt. Ihr könnt hier die Listen abrufen. Vielleicht habt ihr es jetzt im Hintergrund gehört. Das Auto war jetzt kalt, das haben wir jetzt frisch gestartet. Und durch die Abgasnorm Euro 6D Temp ist es halt so, dass am Anfang wirklich viel, viel Kraftstoff in den Abgasstrang gepumpt wird, um einfach schnell Abgastemperatur zu erhalten. Früher war das eigentlich immer so, dass wichtig war, ich sage mal so, 2er, 3er Golf, dass es schnell im Innenraum warm war in der Zeit. Und jetzt ist es einfach wichtig, schnell den Abgasstrang aufzuheizen. Und heutzutage wird der Innenraum dann zusätzlich eben oft auch über Elektromatten hinten am Wärmetauscher mit zusätzlich erhitzt, damit es innen einfach schneller warm wird. Bloß am Rande zur Erklärung, weil viele Euro 6D Temp einfach unheimlich hoch laufen am Anfang und nach einer Minute eben sehr schnell gesenkt wird. Und jetzt sind wir hier eben auch weit unter 1000 Umdrehung Zone. Ansonsten haben wir ja Multifunktions-Lederlenkrad im GT-Style. Wir haben einen abblendbaren Innenspiegel. Lisa, das wirst du jetzt nicht einfangen können. Wir haben einen dunklen Himmel, einen schwarzen Himmel immer. Haben eben die Ledersitze. Was noch toll ist, ist natürlich auch das Armaturenbrett. Kann man jetzt schlecht sehen. Hier hätte man vielleicht noch auch rote Ziernähte hinterlegen können. Hier haben wir nämlich schwarze Ziernähte, aber das ist natürlich auf dem Preisniveau hier jammern auf hohem Niveau, weil das Auto wirklich ja, optisch super ist. Wir haben gute Crashtests, ihr könnt es ja immer nachlesen, und Preis-Leistung passt hier. Ja,
Das wollten wir jetzt einfach bloß kurz zeigen. Wir drehen noch ein paar Bilder jetzt davon. Schaut es bitte noch an. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Abonniert uns, wie immer. Die Lisa hinter der Kamera lacht. Also ist das auch so. Dankeschön fürs Zusehen. Viel Spaß bei den Bildern und bis zum nächsten Mal.